Hi Leute, heute zeigen wir euch den Controller zur Aquamedic EcoPlant 90. Das Video wird hier so verlinkt werden. Kurzer Hinweis noch: Hier habt ihr eine Halterung für einen Saugnapf oder eine Schraube, um es am Aquarienunterschrank anzubringen. Und hier hinten habt ihr noch einen An- und Ausschalter. Beachtet bitte, das Ding darf nicht in Berührung mit Wasser kommen. Es ist nicht Spritzwasser geschützt. So, dann fangen wir mal an. Ich habe die Lampe jetzt auf 0 gesetzt im manuellen Modus. Dazu drückt ihr auf die Menütaste, um ins Menü zu kommen, auf die Minustaste, um den jeweiligen Modus auszuwählen. Mit OK bestätigt ihr das Ganze. Hier seid ihr jetzt im Menü manueller Modus. Line 1 ist das kaltblaue Licht oder das kaltweiße. Line 2 ist das warmweiße Licht. Und wir wollen jetzt zuerst das warmweiße etwas hochfahren. Dazu bewegen wir den Cursor mit Minus nach unten und jetzt dimmen wir stufenweise das Ganze nach oben. Ihr seht, es geht in 1% Schritten. Wenn ihr gedrückt haltet, läuft das Ganze etwas schneller hoch. Ihr seht, ihr könnt auch über 0 gehen. So wäre jetzt das 100% kaltweiße Licht, warmweiße Licht. Das ist mir allerdings etwas zu fett. Ich habe das für mein Becken auf 15% laufen. Dann stellen wir uns jetzt im manuellen Modus noch das kaltweiße Licht ein. Dazu geht ihr darauf und das wäre jetzt 100%. Auch das ist wieder sehr grenzwertig. Ich stimme das wieder so in 1% Schritten hoch, damit ihr einen Eindruck kriegt, wie sensibel die Dimmung funktioniert. Und das stelle ich auf 25%. So, mit Klick auf Menü kommt ihr wieder zurück ins Menü und nochmal Klick auf Menü seid ihr wieder bei der Uhrzeit. Aber wir wollen ja noch ins Menü. Fixed Mode habt ihr auch. Da läuft die Lampe dann durchweg in der Einstellung, die ihr vorgenommen habt. Ist für den Betrieb mit einer Zeitschaltuhr ganz gut. Und der Setting Mode ist das, was uns eigentlich interessiert. Damit legt ihr die Uhrzeiten fest und die Dimmstufen. Da habt ihr für das kaltweiße Licht jeweils 5 Menüpunkte, die ihr auswählen könnt, das heißt Beleuchtungszeiten. Bei mir könnt ihr jetzt sehen, von 6.15 Uhr bis 22.15 Uhr dimmt die Lampe von 0 auf 35% hoch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Quatsch, da fehlt eigentlich noch eine Zwischenzeit. Also von 6.15 Uhr bis 7.30 Uhr dimmt sie auf 35% hoch, von 7.30 Uhr. Das stellen wir gleich mal einfach der Übersicht halber. So, also mit OK könnt ihr das wieder anwählen und habt ihr jetzt mit Menü springt ihr weiter. Die Zeit stimmte und hier wollen wir jetzt sagen bis 7 Uhr, ja sagen wir 7.15 Uhr, da haben wir eine Stunde lang den kaltweißen Sonnenaufgang. Hier könnt ihr dann die Prozente halt auch einstellen, das machen wir gleich weiter unten. Mit OK bestätigt ihr das wieder. Jetzt gehen wir an die zweite Zeit. In die zweite Zeile und sagen hier von 7.15 Uhr bis 22.15 Uhr soll sie die 35% halten. So, bestätigt das Ganze und so und jetzt sagen wir jetzt sagen wir dem ganzen Teil von 22.15 Uhr bis
22, oh, falsche Richtung. 22:20 Uhr oder 25, machen wir mal. Nee, sagen wir 30. Machen wir eine Viertelstunde Dauer. Runterdimmen, dann geht ihr hier, sagt ihr dann eben von 35 auf 0% und damit habt ihr dann die Nacht erreicht. Das gleiche könnt ihr natürlich auch für den zweiten Kanal machen, entsprechend hier von 6.14 Uhr. Von 6 bis 6.14 Uhr dimmt es von 0 bis 25% den warmweißen Kanal hoch und von 6.15 Uhr von bis 22 Uhr, das ist natürlich wieder Quatsch, den ich da gemacht habe, weil hier würde sie ja ausschalten, deswegen überarbeiten wir das nochmal kurz. Das stimmt soweit, bis 22 Uhr ist auch okay. Achso, ja genau, da dimmt sie von 25 auf 10% runter und von 22 bis 22,20 dann von 10 auf 0%. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, 5 Zeiten halt pro Lichteinheit zu programmieren, also auch Mittagspausen mit reinzunehmen und sowas. Ist alles kein Problem. Also ich finde, zu dieser Lampe ist dieses kleine Gerät hier eigentlich ein Must-Have, es sei denn, ihr habt natürlich irgendein Scaping-Becken, stark bepflanzte Aquarien, wofür diese Lampe ja eigentlich auch gedacht ist, beziehungsweise ein sehr tiefes Becken, wo ihr die höchste Lichtleistung braucht, dann wäre es natürlich sinnvoll, die Lampe durchgehend auf 100% laufen zu lassen, aber diese Dimmung abends und morgens, zumindest wollte ich nicht mehr missen und damit habt ihr eben relativ flexible Geschichten, die ihr durchführen könnt. Ja, und denkt dran, Weihnachten steht vor der Tür. Falls ihr jemanden kennt, der noch auf der Suche nach einer Leuchte bzw. einer einfachen Steuerung für seine Leuchte ist, werdet ihr hiermit wirklich gut beraten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ein bisschen weiter geholfen. Die Fragen zu der Steuerung für die Lampe haben sich ja wirklich gehäuft. Wenn ja, dann lasst uns ein Gefällt mir da, abonniert uns und bleibt dran und freut euch auf das nächste Video. Bis dahin, ciao!